Guten Morgen. So, das erste Experiment hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber auch einfach daran, weil Diablo drüben im Konzert gespielt hat. Rumgetanzt und rumgejammert hat. Und ich dachte, okay, jetzt vielleicht auch Hunger. Also habe ich ihm Ausessen gegeben, ohne dass ich irgendwen aus Versehen drüber und nur hat was drüber geklappt. Aber nein, der musste auf Toilette und merkte das neue Klo nicht so sonderlich. Ende vom Lied, wir sind doch noch um dreiviertel eben aufgestanden, damit Diablo ja aufs Klo gehen kann und nicht irgendwo anders hin pichert, kam auch schon vor. Er war schon drauf gewesen, nicht das Ding, aber irgendwie merkt er das nicht so sehr. Kommt vielleicht noch, wenn er dann öfter drüben ist oder nicht mehr nass drüben ist. Ja. Stimmt's? Durchbuschel? Ja. So ist die. Liegt nach meinen Mängelexemplar von gestern, wie ihr unten sehen könnt. Na, wegpacken. Die Mängelexemplarkiste. Jetzt habe ich mir gedacht, nein, das kann ich nicht mit verschicken. Aber suche ich mal ein schöneres raus. Ja. Oh. Müde. Für Baby auch. Später schlafen gehen am Wochenende. Man kann ja länger wach bleiben, im Prinzip. Irgendwas ist dann schon wieder mit den Lichtverhältnissen. Komisch. Sekunde. Nee, hat sich nämlich eh gestillt. Habe ich ausgemacht, war das Licht wieder super. Aha. Möchtest du herkommen? Na komm. Und ich wollte jetzt meinen Kaffee weiter trinken, aber ist okay, ist okay, ist okay. So. Ja. Vielleicht kommt er. Na komm her. Oder auch nicht. Ich kann ja nicht entscheiden. Was wollte ich sagen? Hab ich vergessen. Na komm hier. Wow. Noch? Ist aber. Du willst die Dinger halt immer noch, ne? Mein Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann man da wieder Luft rauslassen? Ich weiß es nicht. Zerstechen ja, aber irgendwie ist dafür zu schade, oder? Was machst du denn jetzt hier für Blödsinn? Kratzelt schon wieder. Komm her. Und der Akku ist schon wieder leer. Manometer. Ach, Wuschel. Was machst du denn? Oh. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ist egal. Der Akku ist eh leer, macht mich gerade nervös. Und ich will sowieso gerade Kaffee trinken. Und hingelegt auf dem Boden. Naja, gut. Und so bequemer ist. Ich habe mich ja noch gar nicht gezeigt, was ich geregelt habe. Das habe ich vorgestern angefangen, gestern Morgen beendet. Eine Buchhülle. Da ist einfach nur irgendein Taschenbuch drin. Ich habe auch noch keinen Verschluss dafür. Es ist noch ein bisschen provisorisch. Aber ja, eine Buchhülle. Und außerdem zwei neue Bücher. Möglicherweise. Bücherzelle. Und von meinem Vater. Er hat ausgelesen. Ich habe ja schon zwei Bände davon von vier. Also den letzten Band haben wir nicht. Das ist der zweite. Ich habe den ersten und den dritten. Für den zweiten. Und das hat meine Mutter in einem Museum drucken lassen. Ich habe das auch schon erzählt. Mit meinem Buchstaben drauf. Genau. Ja. Quasi selbst gedruckt. Da in diesem Museum. Ist ja meine, da das Museum. Da. Deutschlandmuseum. Frag mich. Ja. Buchstaben mit meinem Lesezeichen drauf. Mhm, genau so. Lass ich das so stehen. Ich wollte eigentlich nur, was wollte ich ja eigentlich nur? Irgendwas wollte ich, damit ich, als ich rübergegangen bin. Aber, ach ja, aufs Klo wahrscheinlich. Und dann wollte ich was gucken. Und da kam die Ihmchen angekrabbelt und ich kann dann immer so schlecht wieder so vorübergehen. Vor allem, wenn er hinterher kommt und mit einer Tür stehen bleibt. Oh, ich hoffe, dass es dann mit der Methode besser klappt. Dass er entscheidet, weil er rüber. Was ist denn jetzt los? Wackelt ein Ast extrem. Zu einem Vogel drauf gesessen hätte. Ja, dass er entscheidet, wenn er rübergehen kann. Stimmt. Und das Tempo bestimmt. Und wir ihn nicht irgendwie den neuen vorsetzen. Husch, husch. Ja. Ich weiß nicht. Es kann natürlich sein, wenn, ich habe schon lange vorhin gesagt, kann natürlich sein, wenn wir eine andere Methode von Anfang an angewandt hätten oder sonst irgendwie, dass es schon längst abgeschlossen wäre. Das habe ich jetzt einfach völlig eingepackt. Wahrscheinlich sogar.
Aber ja, das müssen wir halt von hinten aufrollen und gucken, was passt und was nicht passt. Aber wir sind beide ziemlich sicher, dass es klappen wird. Sonst würden wir es nicht weitermachen. Weil ansonsten, wie gesagt, wenn die Tür zu ist, ist alles super. Die sind neugierig aufeinander, sie spielen mit den gleichen Sachen. Das habe ich auch erst tausendmal gesagt. Aber es ist halt, der Start war halt kacke. Und das Jungen ist eben ganz so ein bisschen. Aber wir schauen mal. So, ich gehe jetzt wieder rüber. Hier ist nachher, wenn dann wiederkommt, geht's los hier. Dann machen wir das. Die Waschmaschine dreht auch ein bisschen am Rad. Aber gut. So. Rüber. Ich habe immer bei mir, wenn ich die Tür aufmache, ganz ehrlich. Nicht wundern, ich gucke gerade den Livestream. Und bastel nebenbei ein bisschen hier. Ja, die Kamera steht vor meiner Nase, da die wäre drüben. Wir haben nämlich gerade ein wirkliches Erfolgserlebnis verzeichnen können. Da geht er wieder. wir haben das vorhin gemacht mit dem, wir lassen die Tür offen und die Habe kommt drüber. Hat er auch gemacht. Allerdings hat der Teddy gesehen, ist hinter der Couch. Und Teddy wollte hinterher. Dann ist aber Diablo ganz vorsichtig hinter der Couch am Balkon wieder rausgekommen. Und anstatt dann wieder hierher zu flüchten, ist er am Tisch, also quasi zwischen Tisch und Couch lang gegangen. Aber Teddy war ja auf der Couch. Also in der Nähe vom Kratzbaum. Ja, da, wo ich sonst mal sitze. Ja, und dann hat er sich zwischen Tisch und Couch hingesetzt und hat eigentlich so ein bisschen, also Teddy so ein bisschen alleine gelassen, damit er da vorbeikommen kann. Ja, dann, was ist dann passiert? Dann ist Diablo über die Couch hinten abgehauen, genau. Und Teddy wollte hinterher. Und dann er war wieder hinter der Couch und gesagt, okay, wir tauschen jetzt mal kurz, bis Diablo sich wieder beruhigt hat. Und dann tauschen wir zurück. Hat auch geklappt. Und gerade eben, spontan, ist Daniel rübergekommen mit Teddy. Hierher. Alleine natürlich, logisch. Das brauche ich nicht erwähnen, das ist normal. Und Diablo saß eingekringelt auf der Couch, auf dem Bett, auf der deinen Seite. Ich habe mich an zu ihm gesetzt, habe ihm Leckerlis gegeben und kommt manchmal zurück und hat den Leckerlis gegessen. Und Teddy ist währenddessen aus weggesprungen. Ich habe schon mal gesagt, man hört ihn nicht. Und na, alles gut? Und als er dann rübergeguckt hat und Teddy gesehen hat, saßen sich beide wirklich, das war eine Armlänge, nicht mal eine Armlänge entfernt, das war eine halbe Armlänge entfernt gefühlt. Also, ja, die waren richtig nahe aneinander. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt rennt die haben gleich wieder los. Und Teddy bestimmt gleich hinterher. Nein! Die haben zwar einen Angstblick bekommen, logisch. Teddy auch aufgerissene, aufgeregte Augen, logisch. Aber ansonsten blieben beide sitzen, ich habe beide dann gestreichelt. Weil dann hätte die alleine gehalten und konnte nicht. Also habe ich beide gestreichelt, weil ich kam ja wirklich ran. Ich habe beide, ne, super streicheln können. Teddy hat zum ersten Mal geblinzelt. Und Diablo ist dann irgendwann, nach Gefühl, also mehrere Minuten, erst umgedreht und weggegangen. Erst als er vom Bett gesprungen ist, wollte Teddy hinterher springen. Aber ansonsten war das gerade richtig, richtig gut. Bist du vorbei? Ja. Also das war so ein großes Erfolgserlebnis gerade. Bitte nicht an meinen Kaktus, wenn es geht. Und da auch nicht hin. Ich bin nur Quatsch im Kopf, ne? Gerade noch halb verprügelt worden. Nein, nicht wirklich, aber... ja, du machst Platsch. Oh Gott, Blödsinn und Quatsch, dann geplatscht. Okay. Ja, aber das war richtig, richtig, richtig gut. Und heute Abend, wenn wir tauschen, machen wir es nochmal so, dass die Tür aufgeht und dann drüben mit Teddy alleine sitzt und Diablo rüber geht und dann gucken wir mal. Und irgendwann geht dann dieses Mensch durch. ich rede einfach weiter. Und irgendwann, dass er mit Teddy noch rüber geht und wir getauscht haben quasi. Genau. Das ist heute Abend der Fall. Daher einfach morgen Homeoffice machen, weil irgendwie nicht sicher ist, ob BVG mitstreikt oder nicht mitstreikt. Selbst BVG weiß das wohl nicht. Und da steht noch drauf, ja, wenn einige mitstreiken, dann ist es halt so und dann können wir nicht ändern. Und dann gibt es Verkehrsschwierigkeiten und deswegen darf er morgen zu Hause bleiben. Und Donnerstag, Freitag muss er noch kleiner streiken, die ja auch schon wieder. Ja, blitzt ganz nah. Beim blauen Himmel. Laptop, bist du dir sicher? So.
hier noch Gewitter, Unwetter und sowas. Mein Handy sagt auch schon Unwetterwarnung. Es ist strahlenblauer Himmel. Ich weiß nicht, wo da ein Blitz sein soll. Aber gut, ich schneide den Vlog gerade mit seiner Hilfe, wie es aussieht. Ja, genau. Aber es, das ist, oh, das war gerade so gut. Das war wirklich, das war das Erste, was man sagen kann. Also, na gut, wir hatten schon kleinere Erfolgserlebnisse, aber das war so für mich das größte Erfolgserlebnis bisher. Zu dem Leser, das war schon gut. Aber das eben, das war so nah und so ruhig aneinander, waren die beiden noch nie. Es geht bergauf. Es geht endlich bergauf. Ich finde es ja auch schon mal schön, dass es nicht mehr so wunderbar, so furchtbar nervenaufreibend alles ist. Dass die Situation generell langsam beruhigt. Aber das eben, wow. Ich konnte es nicht glauben. Die ganze Zeit konnte ich kann es selber nicht glauben, dass das eben so war. Ach, so schön. Ich freue mich echt, wenn die Tür offen bleiben darf. Ja, das heißt aber, wir können heute Abend doch ein bisschen später schlafen gehen, obwohl wir auch wieder wahrscheinlich früh genug aufstehen werden. Mal gucken, wie es heute Morgen ist, dass ich dann wieder vielleicht irgendwie das Essen schon mal rüberholen und der dann schon was bekommt und die aber später. Ich probiere das einfach nochmal aus. Aber dann können wir das morgen auch wieder machen. Und Daniel ist da. Ach, das ist schön. Gut, ich mache jetzt mein Licht an, obwohl man es in der Kamera immer nicht sieht, aber hier draußen. Was ist das heute mit den Worten? Die sind nämlich verquer. Hier drin ist schon ein bisschen duster. Ich mache mir gerade einen Plan nebenbei, während ich hier schnibbel, für mein Selbstständig-Gedöns, was ich da finanzieren muss durch Einnahmen und bis wann teilweise auch, damit ich da mal so einen Plan habe. Was brauche ich eigentlich, um das und das machen zu können? Und bis wann? Weil einige Sachen haben schon einen Termin, den ich gerne einhalten wollen würde. Wenn nicht, geht es nicht. Dann wird es später sein. Klar, aber das wäre schon schön. Erstmal natürlich das Minus, was ich jetzt schon habe, ist das in diesem Jahr ausmerzen und übersteigen. Und dann mal gucken. Genau. Das mache ich so nebenbei, deswegen mal den Vlog fertig schneiden. Ich bin schon bei fast 14 Minuten, das hat etwas über 19 Minuten, also gleich fertig. Es ist 5:30. Hochladen dauert hier nur gefühlt Sekunden. Also von daher, jetzt geht mir warm. Die ganze Zeit war mir eisekalt. Ich wollte, ich habe euch meinen Gas noch gar nicht gezeigt. Das kam nämlich gestern an und ich suchte nochmal Zollbezahlen, beziehungsweise Daniels Zollbezahlen, weil ich da gerade geschnippelt habe. Aber guckt mal, sieht man den Text? Oh, Couch. Cool. You're stronger than you think. Und ich finde, dieser Spruch, ich fand ihn beim ersten Mal sehen, als ich ihn im Shop gesehen habe, fand ich ihn schon großartig und wollte das Glas unbedingt schon haben. Da war es, glaube ich, gerade ausverkauft. Da wollte ich ja noch ganz viel anderes Zeug haben. Hätte ich mal lieber machen sollen, aber war wahrscheinlich noch mehr Zeug gewesen. Dann habe ich diesen Strom noch dazu geholt. Tschüss, Couch. Okay. Ja. Arschteuer, das Glas jetzt darf nicht kaputt gehen und zwar nicht. Da brauche ich ein Geschirrspülmaschine, das ist mir schon klar. Aber ja, ich finde diesen Spruch einfach so gut und er passt jetzt besser denn je. Ich habe mir tatsächlich bei Spotify eine Playlist, bleibt jetzt damit im Weg stehen, eine Playlist angelegt, die heißt Stark. Und als ich das angelegt habe, seitdem passieren so viele positive Dinge. Das war einfach so, oder ist einfach so klasse. Zumindest das beeinflusst hätte irgendwie. Total komisch. Aber ja. Es geht bergauf irgendwie. Couch steht immer noch da unten. Wollen Sie jetzt erstmal da mitten im Weg stehen lassen oder was? Was? Da mitten im Weg? Man muss ja hinsetzen und auf die Wiese gucken oder? Was soll das werden, wenn es fertig ist? Hm. Okay, die Couch war da gerade weiter. Ach, jetzt geht das hier wieder nicht aus. Irgendeine Fehlermeldung ist bei Final Cut die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht. Krass, geht auch schon wieder. Ich gehe gleich wieder rüber. Ich nehme Diablo-Kuscheln, dann gehe ich nochmal rüber. Dann gucken wir mal.